Vor einigen Tagen fiel mir auf, dass ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit keine Topliste mehr hier auf diesem Kanal hochgeladen habe und aus diesem Grund begrüße ich euch heute zu meinen Top 10 längst vergessenen Nintendo-Spielen. In diesem Video zeige ich euch 10 Spiele, die entweder direkt bei Nintendo entwickelt oder zumindest von Nintendo gepublished wurden und die ihr wahrscheinlich alle inzwischen vergessen habt. Viel Spaß! Bevor Shigeru Miyamoto mit Super Mario World endgültigen Weltruhm erlangt hatte, war er meist für Arcade-Automaten verantwortlich, so auch beim Klassiker Donkey Kong. Miyamotos erstes wirkliches Konsolenspiel war dabei aber Devil World, ein 1984 erschienenes Geschicklichkeitsspiel, das in dieselbe Kerbe einschlug wie Pac-Man. Ihr steuert einen grünen Drachen, der die Dämonenwelt angreift und von den bösen Schergen befreien will. In einem Labyrinth sammelt ihr Kreuze, die es euch erlauben, die Bälle im Level zu fressen und Feinde mit Feuer zu bespucken. Ein Dämon im oberen Bildschirmausschnitt gibt dabei Befehle an seine Schergen, die das Spielfeld in eine von 4 Richtungen bewegen können, was eben dazu führt, dass ihr als Spieler aufpassen müsst, um zum Beispiel nicht zwischen einer Barriere zerquetscht zu werden. Habt ihr alles im Level gesammelt, erhaltet ihr im zweiten Level die Aufgabe, Bibeln zu sammeln, bevor sich das Spielprinzip wiederholt. Aufgrund der religiösen Symbole entschied sich Nintendo of America damals, Devil World nicht in den USA zu veröffentlichen. In Europa erschien das Spiel 1987, aber es blieb nur bei diesem einen Ableger, wobei der grüne Dino als Inspirationsquelle für einen anderen grünen Dinosaurier dienen sollte. Kurikin Nano Island Story ist ein Rollenspiel, das leider nie außerhalb Japans veröffentlicht wurde. Das ist zwar nichts allzu Ungewöhnliches, aber wenn man sich das Spielprinzip anschaut, erkennt man, dass Kurikin schon sehr speziell ist. Aufgebaut ist das von Nintendo gepublishte DS-Spiel nämlich wie Pokémon, mit dem Unterschied, dass ihr Bakterien züchtet und diese gegen die Bakterien der NPCs im Spiel antreten lasst. Beginnt ein Kampf, wechselt das RPG in einen Kampfbildschirm. Hier müsst ihr euren Bakterienschwarm mit dem Stylus einkreisen und gegen die gegnerischen Armeen in den Kampf schicken. Sobald die Schwärme aufeinandertreffen, werdet ihr Zeuge, wie sich die diversen Bakterientypen gegenseitig angreifen und vernichten. Zwischen den Kämpfen und den zahlreichen Dialogen könnt ihr in bekannter Pokémon-Manier eure Bazillen entwickeln. Wer also die japanische Sprache beherrscht, bekommt hier ein wirklich kurioses JRPG. Erinnert sich hier jemand noch an das DS-RPG Magical Star Sign, das weltweit von Nintendo vertrieben wurde? Auf dem GBA erschien 2001 mit Magical Vacation der erste Teil der bunten Rollenspielsaga, der aber wieder einmal nur japanischen Spielern vorbehalten blieb. Wie beim DS-Nachfolger handelt es sich bei Magical Vacation um ein traditionelles, rundenbasiertes Rollenspiel mit hübscher Grafik, das aber nie einen großen Erfolg verbuchen konnte, weshalb sich Nintendo gegen eine Lokalisierung ausgesprochen hatte. Inzwischen existiert aber eine englische Fanübersetzung, die aus dem japanischen Original via Patch eine Version macht, die man via Everdrive oder auch Emulator hierzulande spielen und viel wichtiger verstehen kann. Solltet ihr also bereits Magical Star Sign auf dem Nintendo DS gefeiert haben, könnt ihr mit der englischen Version von Magical Vacation den Vorgänger nachholen. Und wieder ein Rollenspiel. Und wieder was für den DS. Wobei nur der 6. Teil der Glory of Heracles Saga auf dem DS und im Westen veröffentlicht wurde. Zudem ist Glory of Heracles der einzige Ableger der langlebigen Rollenspielreihe, der direkt von Nintendo vertrieben wurde. Grund ist, dass die Vorgänger alle von der Entwicklerfirma Paon entwickelt und von Data East gepublished wurden, und zwar beginnend ab 1987 zuerst für den Famicom und nachher auch für den Game Boy und Super Famicom. Erst als Data East 2003 bankrott ging und die Rechte an dem Rollenspiel an Nintendo verkauft wurden, wurde aus der Heracles no Ico-Reihe, wie Glory of Heracles in Japan heißt, eine First-Party-IP für Nintendo.
2008 veröffentlichten Paon und Nintendo den sechsten Teil dann für den DS in Japan, bevor auf der E3 2009 das von der griechischen Mythologie inspirierte Rollenspiel auch für den Westen bestätigt wurde. Zu unserem Unglück kam Glory of Heracles 2010 aber nur in den USA auf den Markt. In Europa blieb uns Nintendo das durchaus interessante, rundenbasierte Rollenspiel leider schuldig. Auf dem sechsten Platz habe ich eine ganze Spielereihe platziert, denn von Custom Robo gibt es inzwischen 5 Spiele, die sich auf 3 verschiedene Systeme verteilen. Dabei erschienen die ersten beiden Custom Robo Spiele auf dem N64, bevor weitere Ableger dann für den GBA und den GameCube veröffentlicht wurden. Leider hat Nintendo inzwischen überhaupt kein Interesse mehr, den interessanten Hybrid aus Rollenspiel und Mech-Action-Game weiter zu supporten. Und das ist sehr schade, denn Custom Robo ist immer schon eine dieser Spielereien gewesen, die mich durchweg gereizt haben. Leider wurden wir in Europa erst 2007 auf dem Nintendo DS beehrt, denn damals erschien mit Custom Robo Arena der erste Ableger der Reihe bei uns, während die Amerikaner bereits 2004 den ersten Teil auf dem GameCube spendiert bekamen. In Custom Robo steuert ihr euren Charakter durch eine Welt, in der Kämpfe mit weitreichend anpassbaren Robotern in abgeschlossenen Arenen ausgetragen werden. Bedeutet, dass ihr euch durch die Story manövriert, indem ihr diverse Schauplätze besucht und mit unzähligen NPCs in RPG-typischer Manier sprecht. Gekämpft wird dann aber in Echtzeit, was der Custom Robo-Reihe eine ordentliche Portion Action verleiht. Den ersten Teil kann man inzwischen übrigens auf Englisch spielen, da Fans dem RPG einen Englisch-Patch spendiert haben. Solltet ihr also einen N64 mit Everdrive besitzen, dann schaut euch gerne Custom Robo an. Ansonsten werft einen Blick auf den GameCube-Teil oder Custom Robo Arena auf dem DS. Bevor wir zu meiner Top 5 kommen, möchte ich euch kurz den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Damit ihr eure eigene Sicherheit im Internet nicht vergesst, empfehle ich euch NordVPN. Denn Sicherheit im Netz ist heute wahrscheinlich wichtiger als jemals zuvor, und damit ihr geschützt von jedem Ort der Welt aus auf das Internet zugreifen könnt, stellt euch NordVPN über 5300 Server in 60 Ländern zur Verfügung. Natürlich ist alles auch per Doppelverschlüsselung geschützt, was heutzutage zwar ein Muss, aber leider noch immer keine Selbstverständlichkeit darstellt. Die eigene Sicherheit durch eine verschlüsselte IP ist hier aber nicht der einzige Vorteil. Ich nutze NordVPN zum Beispiel auch, um auf Serien und Filme zuzugreifen, die sonst auf Netflix oder Prime Video in meinem Land für mich gesperrt wären. So schaue ich als Anime-Fan zurzeit mit großer Begeisterung Demon Slayer und Granblue Fantasy. Beide Serien sind in Deutschland nicht verfügbar, aber sobald ich mich mit einem amerikanischen Server über NordVPN verbinde, kann ich auf die Animes zugreifen. Meine Frau ist übrigens auch begeistert, denn sie kann sich jetzt durch alle 17 Staffeln von Grey's Anatomy kämpfen, die hierzulande auch nicht zugänglich sind. Aber hey, ob nun Filme oder auch Games, die sonst in unserer Region nicht erhältlich sind, NordVPN bietet mehr als nur den Vorteil der eigenen Sicherheit. Und dabei werden auch keinerlei Tracking-Daten gespeichert. Und das Coole ist übrigens, dass ihr euch mit eurem Account auf bis zu 6 verschiedenen Geräten anmelden könnt. Ob nun der PC, der Laptop, das Smartphone, das Tablet oder euer Smart TV. Mit NordVPN bekommt ihr die schnellste und beste VPN-Lösung für eure Privatsphäre im Netz. Schaut daher unbedingt bei NordVPN vorbei, und wenn ihr meine spezielle URL nutzt, bekommt ihr ein 2-Jahres-Abo zu einem attraktiven Preis und dazu noch 4 Monate geschenkt. Klickt jetzt auf www.nordvpn.com/spielewelten und profitiert von einem dicken Rabatt auf eure Sicherheit im Netz. So, und nun geht's weiter mit den letzten 5 längst vergessenen Nintendo-Spielen. Was habe ich mich als GameCube-Besitzer gefreut, als damals die ersten Infos und Screenshots zu Giftbeer in diversen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Das in Cel-Shading gehaltene RPG sollte zuerst in Japan erscheinen und dann als Giftopia im Westen lokalisiert werden. Nachdem das Rollenspiel aber in Japan massiv floppte, entschied sich Nintendo, den Titel nicht mehr für den Westen zu übersetzen. Und bis heute gibt es keine vollwertige Fanübersetzung. Dabei klingt Giftbier durchaus interessant. In der Haut von Pockel, einem jungen Mann, der seine eigene Volljährigkeitszeremonie verpennt hat, muss man diverse Aufgaben erfüllen. Der Grund ist nämlich, dass ihr fürs Verschlafen in den Knast geworfen werdet und der Bürgermeister euch sogar die Kosten für eure Feier aufbürdet.
In typischer Animal Crossing-Manier muss man in Giftbia daher allerlei Aufgaben erfüllen, die euch unzählige NPCs aufheimsen, um von ihnen bezahlt zu werden. Aber hey, vielleicht wird mein Traum irgendwann Wirklichkeit und jemand veröffentlicht eine Fanübersetzung, damit auch wir in den Genuss von Giftbia kommen können. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und wo wir schon von erfüllten Wünschen sprechen, vor einiger Zeit erschien eine Fanübersetzung von Sangeki no Regen Life, wie auch immer, das aus dem nur in Japan erschienenen Action-Spektakel eine für uns spielbare und verständliche Version macht. In Blades of Regenleaf, so der englische Name, geht es nämlich ziemlich blutig zur Sache, was für ein Nintendo gepublishedes Spiel sehr ungewöhnlich ist. Exklusiv für die Wii erschienen, kämpft man in dem Actionspiel mit riesigen Waffen gegen noch riesigere Gegner, die man dann mit Schwertbewegungen in alle Einzelteile zerhackt, sodass der rote Lebenssaft nur so fließt. Das auf nordischer Mythologie basierte Hack and Slay lässt euch zwischen zwei unterschiedlichen Charakteren wählen und im Story-Modus diverse Missionen erledigen, die ihr aber auch im Vierspieler-Koop angehen könnt. Leider kam das Spiel nach anfänglicher Euphorie nicht sonderlich gut an, sodass Nintendo die Pläne, Sengeki no Regenleaf im Westen zu veröffentlichen, fallen gelassen hat. Wie bereits bei Custom Robo möchte ich euch mit Platz 3 eine ganze Reihe von Spielen vorstellen, die einen Charakter zum Helden haben, der den meisten Nintendo-Fans im Westen wohl eher unbekannt erscheint, den putzigen Seestern Starfy. In 3 GBA Japan Runs war Starfy bereits vertreten, bevor es den Seestern auf den Nintendo DS zog, wo er ebenfalls 2 Ableger spendiert bekam. Erst mit The Legendary Starfy, dem 5. Teil der Reihe, kam der Seestern auch in den Westen, wobei die PAL-Version leider nur in Australien veröffentlicht wurde. Dabei sind Starfys Abenteuer durchaus für den Westen geeignet, denn vom Gameplay her erinnern die Spiele alle an Kirbys 2D-Abenteuer, nur eben unter Wasser, was Starfy aber auch ein ganz einzigartiges Moveset verleiht. Wenn ihr euch die PAL-Version anschauen wollt, müsst ihr heutzutage leider etwas tiefer in die Tasche greifen, da das Spiel, wie bereits gesagt, nur in Australien erschien. Die NTSC-Fassung ist da schon etwas günstiger. Einen Blick sind die Games aber allemal noch wert und auch heute noch sehr spielenswert. Gute 2D-Jump'n'Runs altern eben einfach nicht. Was dem Cover und Namen nach zu urteilen wie ein billiges Shovelware-Spiel klingt, ist in Wahrheit ein waschechtes Vollpreis-Adventure von den Chibi-Robomachern. In Captain Rainbow verschlägt es den titelgebenden Helden auf eine geheimnisvolle Insel, auf der er unter anderem diverse, zum damaligen Zeitpunkt bereits in Vergessenheit geratene Nintendo-Charaktere trifft und ihnen dabei hilft, ihre Wünsche zu erfüllen. So läuft man auf der Insel zum Beispiel Birdo über den Weg oder trifft auf einen fettleibigen Little Mac aus Punch-Out, der seinen Sportsgeist verloren hat. Dabei sprüht das Spiel nur so vor Wortwitz und behandelt auch mal kontroverse Themen. Leider stellte sich der Erfolg nicht ein und Captain Rainbow verkaufte sich in Japan nur schlappe 22.600 Mal, was Nintendo dazu bewog, das Spiel nicht in den Westen zu bringen. Inzwischen gibt es aber eine Fanübersetzung, die es uns erlaubt, das geniale Action-Adventure der Chibi-Robomacher nachzuholen und ich sage euch, es lohnt sich. Nachdem ich diese Top 10 mit Miyamotos erstem Konsolenspiel als Director angefangen hatte, möchte ich die Topliste mit Eiji Aonumas erstem Konsolenspiel als Director abschließen. 1996 war Marvelous Another Treasure Island Aonumas erstes Projekt und mit Hilfe der Engine von Zelda A Link to the Past hat Aonuma ein wundervolles Abenteuer geschaffen, das leider exklusiv in Japan blieb, mittlerweile aber von Fans übersetzt wurde. In Marvelous spielt ihr 3 Freunde, jeder mit ganz eigenen Fähigkeiten, die mit ihrer Klasse einen Ausflug auf eine Insel unternehmen und dort auf einen geheimnisvollen Schatz stoßen, der sie immer mehr in Schwierigkeiten bringt. Um dem ganzen Trouble zu entkommen, müsst ihr als Spieler die Fähigkeiten der 3 Charaktere kombinieren. Aber Marvelous vereint auch ganze Genres zu einem einzigen Abenteuer. So könnt ihr zum Beispiel eure Umgebung wie in einem Point-and-Click-Adventure untersuchen, was dem Spiel einen ganz eigenen Charme verleiht. Leider ist Nintendo bisher nicht auf die Idee gekommen, Marvelous Another Treasure Island außerhalb Japans zu veröffentlichen, obwohl sich der Online-Service der Switch dafür mehr als anbieten würde. Aber hey, vielleicht bekommen wir Marvelous, so wie das ein oder andere Spiel aus dieser Liste, irgendwann nachgereicht. Wenn Nintendo eines Tages aufwacht und realisiert, auf was für
für Perlen sie da eigentlich sitzen. Bis dahin müssen wir uns leider mit Importen und Fanübersetzungen zufrieden geben. Und vielleicht hat mein Video dazu beigetragen, dass ihr ein neues Spiel für euch entdeckt habt. Sollte das so sein, oder solltet ihr andere vergessene Nintendo-Perlen kennen, die es nicht in meine Top 10 geschafft haben, so schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, so denkt gerne über ein Abo nach. Ach, und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos mehr von mir zu verpassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und freue mich nun riesig auf eure Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adios, euer Andi.